herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, Folge von Mein Ecohof, sagen der Schmetterling und ich. Ja, in der letzten Folge haben wir Minenarbeit gemacht. Das reicht jetzt auch erstmal wieder. Das müssen wir also ein bisschen abwechslungsreich für euch halten. Ich wollte mal ein bisschen schauen, wie es hier aussieht mit weiter Ausarbeiten und Weiterarbeiten und so weiter. Wir haben hier also Butchering. Das dürfte hierzu ja gehören. Baking, Cooking, nein. Und für Campfire Cooking müssen Advanced Rezepte machen. Engineering sind wir schon ziemlich weit. Lumber, Paper Milling. Wo ist denn? Wo kann ich denn Butchering verbessern? Hier, hier, guck. Das läuft aber auch. Sehr gut. Da war ich mir gerade nicht sicher. Okay, das heißt, wir kriegen hier wunderbare Sachen raus. Wir brauchen Dinge mit Proteinen. Und das wäre zum Beispiel im Prime Cut der Fall. Da brauchen wir mehr Fleisch. Raw Bacon. Also, und Scrap Meat. Scrap Meat machen wir. Würstchen und Fett. Ah, das ist. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir das Fleisch eher weiterverarbeiten sollten, dass da mehr bei rauskommt. Und es wäre cool, wenn man hier sehen könnte, welche Sachen wir schon hätten. Jetzt habe ich die Bücher habe ich gelöscht, weil ich weiß, wir brauchen die nicht mehr. Aber normalerweise stand auch jemand dabei, ne? First learned by. Das tut es halt jetzt nicht mehr so. Bricklaying. Warte mal. Da war doch gerade was. As an expert to craft. Crafting. Ah ja, wenn man hier drüber geht, dann sieht man's. Also beispielsweise so. Schwupp. No benefits from skill. Nee. So sieht man's nicht. Also Butchery haben wir, wissen wir. Engineering Skill haben wir. Also wir sollten. Ah, müssen wir echt die Bücher aufbewahren? Habt ihr da eine andere Idee, wie wir das machen können? Das sagt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so zu. So, Cooking Skillbook wäre vielleicht mal die nächste Option. Weil ich möchte immer so ein bisschen auch so ein kleines Ziel haben, was wir in der Folge machen. Oh. 25 Eisenbarren. Krass. Farming. Darüber sind wir komischen Pilze. Glas, Lumber, das wäre also Level 2 Holz. Ah, oh, da brauchen wir auch schon Eisen für. Oh Mann. Paper Milling. Wofür brauchen wir denn Paper Milling? Hewn Logs. Was kann man damit freischalten? Paper Milling. Paper Recipe. Aha. Woodpulp. Also wir brauchen auf jeden Fall so viel Woodpulp. Ich trinke mal gerade kurz einen Schluck. Köstlich. Tailoring, Smelting. Ja, also. Smelting ist das, wo wir hinwollen, ne? Also das ist jetzt, dass wir uns so einen kleinen Schmelzofen holen, aber dafür müssen wir erst die Mine fertig haben. Bricklaying sehe ich uns auch noch nicht. Tailoring ist da. Ah, dafür brauchen die Felle, guck. Dafür brauchen wir die. Ah. Ja, und Backen muss also den Basiskill haben. Basic, Engineering, Bricklaying, Butchery, Cooking. Ja, Cooking ist echt, warum brauchen wir da 25 Eisen für? Das ist wahrscheinlich Smelting wirklich das nächste.
sodass wir hingehen müssten und mal schauen, dass wir die entsprechenden Rohstoffe rankarren. Aber das ist ja echt blöd. 25, wir brauchen schon 25 dafür, nur das zu machen. Gut. Beziehungsweise schlecht. Dann würde ich sagen, wir gehen mal kurz gucken. Wir hatten ja gesehen, die Tomaten waren reif. Wir wollten ja was anderes machen. Dass wir mal schauen, wo noch diverse Sachen wachsen, die wir gegebenenfalls kochen oder braten können. Und ich würde ja auch gerne so ein kleines Häuschen bauen. So ein kleines... Kochhütchen, ne? So wie wir es auch in meinem Bauernhof haben, in Minecraft. In so einem wunderschönen Minecraft-Projekt, auch hier auf Garderol Relax. Wäre auch nicht schlecht. So, und ein Feld für... fürs ganze Mais und Co., ne? Haben wir auch noch nicht. Ich gucke immer hier, weil das sieht immer so aus, als wäre das Weizen. Aber die Pumpkins sind jetzt auch reif. Ich kann noch mitnehmen. Sehr schön. Ach, es gibt doch eigentlich nichts Befriedigenderes als für die Früchte seiner Arbeit. Ne, wie heißt denn das? Oh, keine Samen rausgekommen. Oh, 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 oh. Wieso liegt denn hier ein Block rum? Ich dachte, der fehlt. Okay, ist nicht behoben. So, machen wir lecker Mais. Können wir direkt wieder frisch anpflanzen. Das machen wir mit einer Rampe, natürlich, Garderol. So, hier. So. Immer aufpassen, dass man nicht so schnell klickt, sonst isst man den. Und da machen sich... da machen sich dann die Leute in YouTube-Kommentaren drüber lustig. Und glaub mir, das willst du nicht. So, hier. Da, ne? So. Einmal nochmal Tomätchen. Aber wir müssen diese fortschrittlichen Rezepte mal gucken jetzt, bitte. Danke. Rüben. Hatte ich nicht noch irgendwas? Warte mal, dann machen wir das mal so. Ich weiß nicht, was das hier für eine Kiste ist, aber ich würde sagen, wir packen mal alle Samen jetzt auch mal in eine Kiste. So, das sind hier die Essenssamen. Reis. Blaubeeren kann man, glaube ich, nicht anpflanzen, ne? Das macht mir so ein bisschen Sorge. So, Tomatensamen. Dann hier nochmal Mais. Ah ja, genau. Und wir konnten besseren Skill beim Kochen bekommen, indem wir hier fortschrittlichere Rezepte machen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo lernen wir das? Das müssen ja solche Rezepte sein, eine Fiddlehead Salad oder so, ne? Crafted at Fiddlehead Salad. Oder gibt es hier noch irgendwo was zum Skillen dann? Chef. Advanced. Dann müssen wir mal gucken, welche Rezepte kriegen wir dadurch. Dann wissen wir es doch. Fillet Salat, Campfire Stew, Bannock. Der geht nicht hoch. Ja, pass auf, dann. Also Bannock wissen wir auf jeden Fall. Hier. Aber warum ist das ein fortschrittliches? Kann man das irgendwo sehen? Baking Skillbook. Brauchen wir eh. Wir brechen mal den Standard ab. So. Jetzt gucken wir nochmal in aller Ruhe. Welche Rezepte gehören dazu? Hallo? Rinderfett. Wheat Porridge. Wild Stew. Campfire, also die Stews, Bannock und Fiddlehead Salad. Also Eintöpfe. Und Wheat Porridge auch, oder? Und Rice Sludge.
Genau. Die Sachen schalten wir dadurch frei. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, welche Sachen sind im Rezept vorne, die wir aber schon können. So, Bannock, Campfire Roast. Das sind aber Campfire, also Bannock könnten wir machen. Mit Fett und Weizen. Wir müssten mal so eine Weizenfarm machen für sowas. Dann. Hallo? Charred Meat auch. Charred Meat. Charred Sausage. Ah, wir könnten vielleicht die Würstchen machen. Und die dann nochmal im Campfire weiterverarbeiten. Oder das Fleisch hier. Normales Fleisch. Das, warte mal. Wir haben ja Zeit, ne? Wir gucken mal in aller Ruhe. Holen wir uns mal das Fleisch. Acht Stück. Jetzt bin ich gespannt. Garderols Theorien. Da werden sie sich beweisen. Oh, ist das schön. So. Charred Meat. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, da geht sogar, kommt sogar mehr raus. Dauert aber 24 Minuten. So. Blablabla, 24 Minuten zu complete. Und jetzt müssten wir hier eigentlich zwei Dinge sehen. Zum einen müssten hier jetzt immer so ein paar Punkte hochgehen. Das tut es auch schon. Und hier ein Progress. Ansonsten bin ich traurig. Vielleicht auch erst, wenn es fertig ist. Und bringt dann... Bringt ja auch was. Hat dann 550 Kalorien. Statt 250. Und bringt Fett und Protein, die wir brauchen. So, und ich wollte mal eben kurz gucken, haben wir Weizen? Wie war das denn mit den Samen? Mit den Samen bei Weizen? Da gibt's keine, ne? Da müsste man denn so einsehen. Ich probiere das einfach mal. So, dann brauchen wir die Sense. Die Sense. Sense, die Ho. Das Wegewerkzeug brauchen wir vielleicht auch, wenn wir da so ein Feld anlegen wollen. Die Pickaxt müssen wir mal reparieren. Das mal so. Und ich würde gerne ein Reisfeld, ein Weizenfeld dahin machen, wo der auch gut wächst. Wo wir das auch vielleicht wissen. Vielleicht müssen wir dazu auch reisen ab und zu mal wirklich. Das ist ja nicht schlimm. Wir haben auch alle Zeit der Welt. So, Environment Data. Pflanze. Agave. Wir wollen ja ohnehin mal gucken, dass wir noch so ein paar Sachen finden, die wir noch brauchen. Bunchgrass. Wir wollen aber erstmal Wheat suchen. Hilfe nach Holland. Ja, sehr witzig. Wheat Production. Wheat Yield Potential. Also hier ist alles gut. Diese ganze Fläche hier wäre gut. Wheat Population. Das, wo wir ein bisschen was gepflanzt haben. Und hier auf dieser Einöde da. Da könnten wir mal eben hinlatschen. Oder vielleicht hier hinpflanzen. So als hängende Gärten von Garda. Ja, dass wir hier so ein kleines Feld hinmachen. Hier an den Hang. Ist hoffentlich noch weit genug von unserer Mine weg. Das wird in der Tat ein Problem werden, Leute. Also nicht, dass ihr da denkt, hier, ich denke mir das aus. Also hier würde er auf jeden Fall wachsen, ne? Das wissen wir ja. Der Weizen. So, haben wir irgendwo, müsste ja auch irgendwo welcher sein. Ist ein Reif. Pflanzenfasern. Ich suche aber eher den Weizen, wenn ich ehrlich bin.
hier an diesem Hang soll er sein. Auch Pflanzenfasern. Ah, ist ein bisschen kleiner. Hier, der hier. Okay, pass auf, dann machen wir mal... Machen wir mal hier so ein Feld hin. Das geht, glaube ich, jetzt auch so, mittlerweile so, ne? So. Nee, so kriegen wir keine... Ich denn den Weizen angepflanzt? Ich habe den jetzt gerade gegessen halt, ne? Hey. Das war irgendwie anders. Wie war das bei Weizen denn nochmal? Wheat. Harvest increased yield. Common grain. Wheat, Skill Gathering. Right-click to consume, ja eben. Das ist nämlich mein Problem hier. Milling, Skill, Wheat Seed. Oh, Wheat Seed Recipe. Was sind das? Requires Farming. Crafted at Farmer's Table. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass wir... Normalerweise kriegst du doch aus dem Weizen... Oder geht das erst am bestimmten Farming-Level? Kriegst du doch aus dem Weizen... auch Weizensamen raus. Und in unserem Singleplayer, in unserem Multiplayer-Spiel, haben wir der Community, kommt man uns dann gegenseitig mit Tod schmeißen. Hm. Das wäre jetzt nicht so schön. So, wir gehen mal wieder kurz zu unserem Feuerchen zurück. Denn da sind ja noch andere Rezepte und ich vergesse immer die Namen von diesen Pflanzen. Und da können wir es einfach am schnellsten nachgucken. Oh, und wir können mal gucken, ob das mit dem Fleisch geklappt hat. Dass wir da jetzt hochskillen. Guck mal, da haben wir schon ein bisschen was fertig. Ja, lecker, lecker. Mm-hmm. Oh, meine Ernährung, die wird langsam besser. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ach, hier haben wir die Bücher noch drin. Genau, wir konnten ja nicht wegwerfen. Richtig, erinnere mich wieder. Alles gut. So. Genau. Kamas. Kamasbalb. Das war auch noch so ein Zeug, was wir mal suchen müssen. Das brauchen wir, glaube ich, für das Rezept, ne? Hier, Chat, Kamasbalb. Dann sollte man die mal auf der Welt suchen und auch mal versuchen, hier anzusiedeln. Was hältst du denn davon? Ich hoffe, ich weiß noch, wie man die erntet. Kamas. Warte mal, wir machen auch mal die Bohnen an. Ah, hier wachsen bei uns jetzt auch sehr viel Bohnen. Also wachsen nicht, aber könnten wachsen. Da hätten wir besser mal nachgeguckt. Das heißt, wir können hier Bohnen anpflanzen. Und hier oben haben wir welche. Warte mal. Also Bohnen sind ja auch kritisch, ne? Wegen den Proteinen. Da würde ich mal sagen, da gucken wir mal kurz. Ist doch alles Weizen hier, oder nicht? Ich bin verwirrt. Ich dachte, man kriegt den Weizen so daraus. So, hier waren, hatten wir Bohnen gepflanzt. Oh, da sind sie. Oh Leute, jetzt den Daumen drücken, dass da Samen rauskommen. Nein. Nein. Ich lass die mal lieber länger wachsen noch. Und wir suchen stattdessen mal Kamasbulbs. Denn die brauchen wir gleich für die weiterführenden Rezepte. Das heißt, wir machen mal eine kleine Weltreise. Auch mal schön. Kamas... Yield. Nee, Population. Oh je. Oh je.
Wie gesagt, wir wollen eine kleine Weltreise. Yield Potential. Die können wir auch hier anpflanzen. Unten auf unserem. Hier auf unseren Hängewiesen. Da würden die wachsen. Tun sie aber nicht. Das heißt, wir müssen sie mal eben suchen. So, dann setzen wir mal hier. Kann man hier einfach so einen Marker hinpunkt, einen Marker hinsetzen? Nee. Dann setzen wir uns mal als Hilfe. Oh, die armen Bohnen. Ah, und ja. Wir müssen natürlich gleich noch eben kurz gucken, so zur Belohnung für alle, die dran geblieben sind, ob denn jetzt unser Skill auch hochgegangen ist. Ich glaube nämlich noch nichts von. Und wir können ein bisschen Fleisch mitnehmen. Hunting hatten wir ja schon verbessert. Da gucken wir mal gerade. Hunter. Level 7. Ne? Also jetzt, wenn wir jetzt huntern, dann haben wir sozusagen auch optimalen Yield und quälen die Tiere nicht unnötig, sondern holen auch das Optimum raus. Ich sehe, dass wir hier eine Brücke hinbauen. Du auch? Hier eine Brücke über den Fluss? Ich sehe sie schon vor mir eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Oh, ist das kaltes Wasser. Uhuhu. So. Auf in den Dschungel. Gut, dass man da auf der Map jetzt so viel sieht. Da ist so ein See, das ist auch cool, ne? Wir machen mal, dass die sich nicht dreht. Spieler folgen. So. Das hat ja toll geklappt. Stationary. So. Weißt du, Garderol, also manchmal, ne? Da geht ein Reh spazieren. Ich wollte gucken, was das für komische Bäume sind. Boah, was ist das denn? Ach, wie cool. Und da oben sind Kokosnüsse dran. Haben wir hier neue Sorten? Also. Wäre cool. Es ist ein tolles Spiel. Es ist ein tolles Spiel. Da führt leider. Was heißt leider? Da führt kein Weg dran vorbei. Und ich sehe uns hier schon einen riesenlangen Weg hinbauen. Also wir sollten zwei Dinge machen. Wir sollten einmal die Karmas einsammeln. Aber auch gleichzeitig hier wieder neu pflanzen, sodass die auch noch A hier bleiben und nicht aussterben. Und wir trotzdem die Möglichkeit haben, eventuell selber welche zu nehmen. Ist ein Meteor runtergekommen? So, hier vorne müsste es welche geben. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie die aussehen. Fiddleheads. Also Farnsporen. Nehmen wir, glaube ich, auch mal mit. Oh, ja, genau. Es kann sein, dass wir beim Gathering, dass wir da noch nicht gut genug waren. Deswegen beim noch nicht da die Samen rausbekommen haben. Immer hier, Yield. 80%. Ich kann mal etwas wählen. Achso, und diese Mushrooms brauchen wir auch noch. Ja, Leute, also wir sind auf Weltreise, werden die in der nächsten Folge fortsetzen. Ich hoffe, mit dir gemeinsam hier in Echo. Vorschau immer noch auf Patch
0.8 oder 8.0, der natürlich jetzt schon noch raus ist mittlerweile, aber ein Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, noch nicht raus ist. Ich hoffe, es macht dir genauso viel Spaß wie mir und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, mach's gut. Tschüss.